So, herzlich willkommen, ihr Raketen. Heute mal zu einem anderen Video. Ich wollte mal ein bisschen ausbrechen aus dem ganzen Gaming-Wahn. Deswegen nehme ich euch heute mal mit ins schönste Wohnzimmer der Welt. Spiel Union gegen Heidenheim 2. Ihr seht ihn mit dem Fahrrad. Das heißt, wir sind doch heute bei dem schönen Wetter mit Fahrrad unterwegs und nicht mit Bahn oder Auto. Und von daher, ja, würde ich sagen, auf geht's ins schönste Wohnzimmer. Boah. Let's fetz. Union! 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 Union!
Es ist ein Kampfspiel. Union drückt. Spiel ist vorbei. Ja, war nicht so dolle. Also Heidenheim ist auf jeden Fall besser aus der zweiten Hälfte rausgekommen. Hat mit ein, zwei kleinen Nadelstichen auch hier Union dann in Bedrängnis gebracht und ja auch das 1-0 gemacht. In die erste Hälfte war Union noch im Drücker, in der zweiten nicht mehr ganz so. Ja, Union ist dann nach dem 1-0 doch nochmal zurückgekommen, hat sich dann mit einem schönen Konter durchgesetzt und mit Redondo dann das 1-1 erzielt und das Spiel wenigstens noch auf den Punkt zurückgebracht. Ja, es ist aber einfach zu wenig. Ne? Du kannst nicht die letzten 10, 15 Minuten erst richtig anfangen zu kämpfen. Die Mannschaft hat gekämpft, aber so der richtige Biss kam halt erst so ganz kurz vor Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Däumchen oder über ein Abo freuen, wenn ihr neu seid. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns das nächste Mal im Livestream bei Formel 1 wiedersehen oder vielleicht zu einem neuen Vlog. Das war ja mein erster. Vielleicht, wenn es euch gefallen hat, würde ich auch überlegen, den einen oder anderen Vlog mehr zu machen. Gebt mir Bescheid. Sagt es in den Kommentaren, schreibt es da unten rein. Ansonsten, wer mir folgen will auf Facebook, Icke Nicke, da gibt es dann auch immer wieder Infos und Links. Und dann ja, wünsche ich euch jetzt noch ein schönes Wochenende und sag haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.